Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, dem die Musik gerade ein bisschen zu laut ist. Ja, Leute, das habe ich auch schon länger nicht mehr gehabt. Ich meine, ich habe schon gewusst, dass wenn man länger nicht einloggt, dass man sein eigenes Dorf ja angreifen muss. Es sind, glaube ich, auch nicht mehr nur noch oder nicht nur 90 Tage, sondern ich glaube, das funktioniert jetzt auch schon nach 30 Tagen. Das heißt also, euer Dorf hat trotzdem Fortschritt. Und wie der dumme Zufall es so wollte, habe ich hier auch einen. Denn da wollte ich eigentlich nur mal nachgucken, was für ein Status ist. Und dann ploppt er gestern auf und ich musste mein eigenes Dorf angreifen. Aber das ist mir hier absolut neu, muss ich sagen. Es gibt Daily Rewards. Das heißt also, wenn ich jetzt erstmal wieder die nächsten 7 Tage ganz brav einlogge oder auch mal einen Tag dazwischen nicht einlogge, aber dieses Ding hier ist erstmal die ganze Zeit da, weil es ist nur die Rede von Tag, nicht von Datum. Dann gibt es hier Daily Rewards. Das finde ich natürlich richtig, richtig nice. Und es gibt auch so eine Art kleinen Mini-Pass zu spielen, bevor man überhaupt einen anderen Pass gespielt oder spielen darf. Da habe ich allerdings eine andere Frage, die vielleicht könnt ihr mir die beantworten, weil ich kann sie mir im Moment nicht beantworten. Alles das, was ihr euch hier rausholt, also so viel ist es ja jetzt nicht, aber immerhin, Leute, es ist ein Baubuch, es ist eine Verschnellerungs-Potion, also eine Baupotion, eine Ressource-Potion, einen Uhrturmtrank und einen Ressourcentrank und ein Hammer des Bounce, also ein Gebäudehammer, finde ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und die Dinger stacken. Also wenn ich jetzt ein Baubuch habe, dann habe ich jetzt zwei. Und jetzt ist das da oben auch rot. Jetzt kann ich es auch erst wegmachen. Vorher kriege ich dieses Bildchen hier überhaupt nicht weg. Und ja, richtig, richtig krass, muss ich mal so sagen. Aber weil ich es auch wirklich, ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich habe es wirklich nicht gewusst und es gibt auch eine ganz kleine, ja, ich meine die dann schon mal vorher ja einen Pass gespielt haben. Dieser Account hier hat ja schon mal Pass gespielt. Angenommen, ich habe den jetzt vom 1. bis zum 15. gespielt und lasse ihn dann liegen vom 15. bis zum nächsten Monat 20. Was ist mit meinem Pass-Rewards? Wahrscheinlich hätte ich die sowieso dann bekommen. Am Ende des Monats gibt es ja automatisch, wenn du sie nicht abgeholt hast, oder die werden dann ja umgemünzt in Gems und so. Aber es gibt hier so eine Mini-Ladder, die ich machen muss. Also ich muss im Labor ein Upgrade machen. Das ist natürlich doof. Okay, Builderbase. Sterne in der Builderbase. 600 Truppen deployen. Okay, das kriegen wir natürlich hin. Und oder 600 Truppenplatz, ne? Housing Space, ja, Truppenplatz ist das immer, ne? Und collect a total of 4 stars from multiplayer vessels. Okay, das kriegen wir auch irgendwie hin. Ich habe schon ein Reward bekommen hier, Gold und ein bisschen Elex. Okay, das Elex kann ich im Moment nicht aufnehmen, weil dieser Account hier ist auch ziemlich maxed. Okay, 6 Bomben noch und das Town Hall. Ich würde sagen, wir holen uns das Town Hall. Das Duselige ist, ich bin hier natürlich nicht in einem Clan. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich brauche Verstärkung, dann frage ich mich nur selber, weil es gibt nur mich hier. Ich bin das der Platzhalter hier für die Funny Bunnies. In dem Clan haben wir ein wenig diese WM-Qualis mal gespielt. Und der hat vor allen Dingen auch erst 4 Bauarbeiter. Der braucht also dringend erstmal einen 5. Bauarbeiter. Hier habe ich ein bisschen schon was drin. Ja. Und ich habe auch die Schützen, glaube ich, drin. Die wollte ich eigentlich auch ganz gerne mal ausprobiert haben. Machen wir erstmal die Dinger hier weg. Und aber das sind wirklich Sachen, Leute, das habe ich echt nicht gewusst, dass es so ist. Und ich würde die jetzt komplett überfallen hier. 1, 2, 3. Dann haben wir die Minenwerfer hier weg, aber ich habe auch keine Mauerbrecher. Ne? Ja. Ich habe auch gar keine Mauerbrecher, okay. Dann müssen hier andere, dann müssen andere die Mauern brechen, okay. Dann müssen das andere machen. Aber dieses selbst sich selber angreifen, das ist schon eine ziemlich witzige Sache, ne? Weil du kriegst ja immer Truppen nach und so, das ist wirklich äußerst funny. Ich habe mir das ja letzte Woche auf dem Rathaus 15 angeguckt, wie das da wirkt. Und da wirkt das auch richtig, richtig krank. Dass so alles nachkommt. Also hier solltet ihr auf jeden Fall immer, wenn ihr ein bisschen rumbatscht, die Minenwerfer wegmachen, die nerven denn doch so ein bisschen. Vielleicht auch den einen oder anderen Magierturm, je nachdem,
wie ihr so aufgestellt seid, aber hier kriegen wir schon ein bisschen Saures rein und ich wollte ganz gerne die Supertruppe Bartsch spielen oder Bartscher spielen. Ist ja gar keine Supertruppe, Eventtruppe, weil die natürlich, es sind die Schleichkobolde. Wer noch keine Schleichkobolde hat, muss man klar sagen. Und deswegen wollte ich sie ganz gerne mal ausprobieren. Nehme gleich auch mal so einen kleinen Verschnellerungstrank, dass der hier ein bisschen schneller, obwohl in die 2 Millionen ist er jetzt schon gekommen. Jetzt haben wir auch ein paar Sterne bekommen. Und auch hier im kleinen Minipass haben wir jetzt schon einen Haken drin. Also ist jetzt nicht so dolle, was man hier machen muss, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist nicht so dolle. Und dann machen wir hier die Bartscher. So viel gehen da gar nicht rein. Aber immerhin 66 Stück, Leute. Und wir haben ja auch einen kleinen Boost. Also der Boost läuft noch 4 Tage, weil ich ja gestern reingekommen bin. Und dadurch haben wir hier auch so einen kleinen Tropenboost. Finde ich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, mit dem Ding hier, das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich wusste, dass man sich selber angreifen muss. Aber ich wusste nicht, dass es so einen Tagesbonus gibt. Der taucht ja auch nirgendwo auf. Also ihr werdet den auch nirgendwo nochmal aufrufen können oder sowas. Ja. Sondern er ist einfach da, wenn ihr einloggt und er ist dann wieder weg, wenn ihr das X drückt, muss man klar sagen. Okay, wir mussten hier in der Bilderbase auch was machen. Was mussten wir hier machen? 4 Sterne in der Bilderbase. So, mit den Truppen hier. Mhm. Okay. Ei, ich könnte das Lager da machen, aber ich habe gar keine 300.000. Ne? Kostet es genau 300.000? Ne, 350. Ich muss erstmal das Lager hier groß machen. Och. Hast du für nichts hast du nichts, ne? Für nichts hast du nichts, okay. Ich habe aber auch mal wirklich so gar nichts. So, dann hauen wir den erstmal auf 0, würde ich sagen. Also nicht auf 0, sondern Gewinn. Ich muss unbedingt das im Mehllager bauen, weil die Bases, das war jetzt eher Zufall, dass das mal ein bisschen schwächer war als meine eigene, aber normalerweise sind die alle stärker als ich. Normal sind die alle stärker als ich. Und dann haben wir hier schon so ein paar gemacht. Aber wir mussten 4 Stück machen, ne? Wir mussten 4 Stück machen. Okay, das wird jetzt sowieso etwas schwieriger hier mit dem Stempel. Und auch das da hinter den Mauern zu kriegen. Das heißt also, wir stürzen ja eigentlich nur uns erstmal auf die Bauarbeiterbasishütte. Bauarbeiterbasishütte, wie heißt die? Bauarbeiterhütte, Bauarbeitermeisterhütte, ne? Weil ich kann jetzt gar nicht von der anderen Seite irgendwas machen. Das müssen die jetzt gerade mal erledigen. Und dann kann ich von hier nochmal rein. Okay, da ist nochmal ein Bäumchen, weil ich schaffe den nicht Crusher heißt er ja gar nicht. Ihr wisst schon, wen ich meine. Den schafft man mittlerweile mit Barbaren ganz gut. Man muss sie aber schon ein bisschen gezielter setzen. Also einer muss das auflösen, 2 müssen nachkommen. Und dann haben wir aber nochmal 2 Sterne gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier im Pass auch was gemacht. Wir haben hier ein bisschen Bonus. Jawohl, aber ich kann noch nichts im Labor anstoßen, weil mein Labor natürlich jetzt gerade nicht läuft. Beziehungsweise mein Labor... Konnte ich das nicht auch mal aufbauen? Oh, den hätte ich auch aufbauen können. Naja, egal. Ich kann noch nicht connecten. Ich habe nicht genug Space. Ah ja, okay, ich habe nicht genug Space. Dann können wir jetzt sicherlich den hier nochmal bauen. 110. Dann habe ich auch genug Space. Oh, okay. Ui. Ich bin noch im Tutorial, Leute. Ich war wirklich schon länger nicht mehr hier. Alles klar. Okay, dann können wir hier auch wieder losgehen. Ein bisschen was Leichtes, also wirklich Farm auf schmaler Spur, aber das, was ich eigentlich wirklich nicht mehr wusste, dass das mit dem wenn du mal einen Monat Pause machst oder so, das ist so, oh, 12 Mauerbrecher sind auch sportlich, Toto. 12 Mauerbrecher sind aber auch sportlich. Aber okay. Kann man nicht genug haben, ne? Kann man nicht genug haben. Und 12 Loons sind auch sportlich. Dafür müssen aber Luftabwehren weg sein. Das heißt, hier unten können wir eigentlich schon Loon setzen. Da auch. Da auch. Hier können wir die auch mal setzen. Ja, ich weiß, die Loons werden natürlich von den Luftabwehren jetzt gleich runtergeholt, aber und auch von den
von den Magiertürmen, die halten ja nichts aus. Ne? Was sind die auf Level 4? Okay, da sind ja Luftballönchen. Das sind ja noch Luftballönchen, keine Luftballons. Aber wir haben hier auch die 2 Sterne reinbekommen, haben ein bisschen Loot reinbekommen. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt auf die Hidden Truppe, ob die wirklich zum Farmen richtig cool genommen werden kann. Oder ob man lieber sagt, ah nee, lass mal. Ich nehme doch lieber meine kleinen grünen Lieblinge. Aber bis Rathaus 8, ich überlege mal, wir haben einen kleinen Boost auch drin, dass wir den hier auch auf jeden Fall 8 auf 8 schießen. Aber ich kann euch sagen, Rathaus Level 8, Leute, ist das schlimmste Rathaus, was ich finde. Also auch vom Design her ist es grottenhässlich, finde ich, mit dieser Hubschrauberlandefläche, die so überhaupt keine Aussage hat, weißt du. Aber dennoch, ach komm Leute, da oben ist doch alles auf hier. Da müssen wir jetzt natürlich über durch eine Mauer durch, ne? Irgendwie ist das immer klar mit dem King hier, ne? Los, Linkshänder. Go. Ja. Und die brauchen auch noch 100 Stunden. Alles klar. Das dauert mir dann doch ein bisschen zu lange. Okay. Da haben wir nochmal Bonus reinbekommen. Und die sind alle fertig. Oh, tatsächlich, die sind alle fertig. Krass. Der Bonus, also nicht der Bonus, sondern ist natürlich schon krank, dass wir die jetzt hier auf dem Spielfeld haben. Wie sehen die aus? Wo ist denn bei denen eigentlich vorne und hinten? Hä? Okay. Kann man gar nicht wirklich erkennen. Aber was ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, es gibt jetzt ab dieser Woche oder jetzt seit gestern, glaube ich, ne, 2 Töpfe hier, die man loten kann. Vermutlich ging es dem einen oder anderen nicht schnell genug. Ich habe heute Morgen auch schon mit Thorsten so 2 Töpfe mal leer gemacht. Da waren dann über 10.000 Saures drin, damit man die Ladder rechtzeitig schafft. Aber ich meine, ich finde, die läuft ja doch schon relativ. Okay, die Hockwizards haben wir auch. Die läuft ja dann doch schon relativ lange noch. Mit 12 Tagen, 17 Stunden sollte man das in jedem Fall geschafft haben. Und ich mache eben mal das Dorf hübsch und dann machen wir noch 2 Angriffe. So, natürlich mal wieder mehr Zeit draufgegangen, als ich eingeplant hatte, aber die Truppen sollten jetzt fertig sein. Und ich habe auch mal noch eine andere Truppe genommen gleich im zweiten, ich wollte gerade sagen im zweiten Gang, aber hier sieht man das auch, dass es jetzt mittlerweile etwas mehr an Ressourcen gibt. Okay, das ist mein erstgesetzter. Mal sehen, wie die so sind. Aber es sind eigentlich Schleichis, nur dass sie nicht grün sind. Oh, die können aber nichts. Oga, die kriegen ja nichts hin hier. Okay. Die kriegen aber nicht wirklich viel hin, ne? Okay. Hauptsache, sie holen uns das Saure. Können wir noch ein paar mehr setzen hier, sehe ich gerade. Weil hier wollte ich eigentlich auch ein Saure dran. Und ein paar Pokis machen wollte ich eigentlich auch. Na, kriegen wir hin. Das kriegen wir schon so hin. Der Dicke geht hier durch die Mauer. Oder auch nicht. Ach, da ist was offen. Okay. Habe ich nicht gesehen. Ein paar Medaillen machen für 1250 Medaillen, damit wir uns die Gems auch abholen. Ich brauche dringend den 5. Bauarbeiter hier. Wenn ich Rathaus Level 8 werde. Aber ich habe Rathaus Level 8 jetzt schon angestoßen, Leute. Weil das dauert nur einen Tag. Da kann ich mich gleich wieder morgen hinsetzen. Ich hätte jetzt sogar noch ein Buch des Bauens. Aber ich müsste jetzt eigentlich 2 Bücher haben. Oder habe ich 1? Da seht ihr es. Ich habe 2/1. Also 1 Tag kann man eigentlich nur haben. Aber dadurch, dass ich jetzt heute mir das andere Buch abgeholt habe, habe ich hier schon mal ein bisschen was. Und ich habe, glaube ich, sogar ein paar Medaillen. Ja, guck mal, ich habe sogar ein paar mehr Medaillen. Aber die spare ich mir jetzt mal auf, würde ich sagen. Okay, jetzt habe ich hier 3 von den Hoggies. Auch nicht schlecht. 3 ist ein bisschen wenig, ne? Ich glaube, 3 ist ein bisschen wenig von den Visox, wie sie, glaube ich, genannt werden. Oder viele. Ich habe das gesehen in den Streams immer, da heißt es immer Hogwarts. Auch nicht schlecht. Hogwarts. Vielleicht mal was ein bisschen auch 2 Pötte hat, würde ich sagen. Die haben 2, aber da ist mir ein bisschen zu wenig drin. Also ich gehe jetzt nur von dem Sauren aus. Aber ich finde es ja schon gut. Ah, guck mal, die ist schon ein bisschen stärker. Das ist schon ein 8er hier. Okay. Das ist schon ein 8er. 1, 2, 3. Dann soll der erstmal tanken hier.
die drei sollen mal darauf gehen. Und Mädels, ui, so dolle sind die aber jetzt nicht, ne? So, oh, aua, aua, aua. So dolle sind die jetzt aber nicht. Vielleicht auch ein paar Mauerbrecher wären nicht schlecht, glaube ich, ne? Ich glaube, wir müssen doch noch mal ein bisschen hier, ein bisschen umdisponieren. Weil ich komme ja gar nicht so weiter. Ich komme ja gar nicht so weiter und müsste jetzt auch erstmal den... Ah ne, der Minenwerfer ist im Bau. Okay, und die gehen auf die Mauer. Perfekt. Die gehen auf die Mauer. Sehr schön. Und der hat auch so viel Dunkles. 2100. Okay. Ja, ihr denkt jetzt, Toto, was labert der 2100? Aber in dem Bereich hier ist das schon ganz schön viel. In dem Bereich ist das schon ganz schön viel. Okay, mal sehen. Wir müssen eigentlich den kriegen. Ah, die gehen da aber nicht drauf. Okay. Wir müssen eigentlich die Minenwerfer jetzt gleich bekommen. Aber wir kriegen den Minenwerfer nicht. Warum? Ach so, die gehen da auf der Mauer. Ach Leute. Wir müssten eigentlich erst den Minenwerfer da bekommen. Bekommen wir auch. Sehr schön. Und ich glaube, wir gehen dann auch... Ah, die gehen von da oben rein. Okay. Aber nicht schlecht, ne? Die schleichen sich ganz gut durch, ne? Jetzt erst auf die Clanburg, aber so richtig viel Schaden machen die jetzt nicht gerade, ne? So richtig viel, so den Mörderschaden machen die jetzt gerade nicht. Aber sie sind ja auch erst auf Level, ja okay, auf Level 2 bei mir, alles klar. Alles klar, die sind natürlich wirklich noch nicht hoch. Und wollen hier auch irgendwie nur durch die Mauern, aber das sind schon 132 Stück hier und die haben jetzt schon echt verdammte Mühe mit den schwarzen Mauern hier. Also die müssen wir auf jeden Fall leveln hier. Und gehen die auf den King? Der King hier mit linker Faust. Ruby heißt der Clan. Oh, der hat aber eine Kelle, ne? Eieieiei, okay. Das muss noch anders werden. Das muss auf jeden Fall anders werden. Der hat noch eine ganz schöne Kelle. Das heißt, wir nehmen mal Mauerbrecher mit, so ein paar. 6, 7 Stück. Ein paar von denen. Mehr geht schon nicht. Und einen Barbaren. Und hier belasse ich dabei. Okay, so. Ja, Freunde, ich mache erstmal das Wochenende ganz, ganz normal weiter. Hier auch ein bisschen mit dem Account hier so ein bisschen nebenbei. Dann habe ich auch mal, dann weiß ich auch mal wieder Bescheid, bevor ich hier dumm sterbe. Und weiß nicht, wie es bei Clash of Clans ist, wenn man eigentlich mal 30 Tage offline ist. Ich hoffe, die Folge zum Wochenende hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, auch am Kanal dranbleiben. twitch.tv/totoclash am Wochenende wieder live für euch. Also einfach dort den Follow-Button drücken, Glocke aktivieren, kostet alle nichts. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wann ich online gehe. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, habe ich jetzt eben schon gesagt. Ne? Danke, euer Toto. Clasht.